Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines hier bei Heisenberg Zockt. Ja, neue Aufnahmesession, es ist Sonntag, draußen regnet es in Strömen. Was gibt es Schöneres, als da ein bisschen zu spielen? Das mache ich seit 1400 Jahren schon sehr gerne. Naja gut, so lange dann doch nicht, aber doch schon länger. Gut, jetzt neue Session, was machen wir? Ganz einfach, wir haben es schon ein bisschen dunkel. Ich habe ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, ich würde mal gerne noch bei Nacht fliegen. Deswegen, wir stellen hier mal ganz auf dunkel. Jetzt haben wir 7:30. Ja, das gefällt mir gar nicht schlecht. Vielleicht noch ein bisschen dunkler. Wie sieht es hier aus? So, jetzt haben wir mitten in der Nacht. Okay, dann machen wir das weg. Und dann suchen wir mal den Flughafen. Der war hier hinten. Genau, jetzt bräuchten wir hier... Ist das der Flughafen? Doch, das ist er. Jetzt bräuchten wir hier aber noch ein Flugzeug. Jetzt haben wir wieder das gleiche Problem wie das letzte Mal. Nämlich, den Flughafen haben wir gefunden. Aber hier ist... Oh, ich höre was. Doch, da kümmt jemand sehr schön. Besten Dank. Gleich mal anklicken. Und gleich mal ins Flugzeug reinsetzen. Und dann machen wir das mal. Es gab auch noch eine Idee, mal mit der U-Bahn mitzufahren. Würde ich auch gerne machen. Ich frage mich nur, wie ich das Ding erwische. Ich glaube, ich habe noch nie eine U-Bahn gesehen in dem Spiel. Die sieht man ja immer nur, ja, unterirdisch fahren. Müssen wir mal gucken, ob wir eine erwischen. Jetzt fliegen wir erstmal mit. Oh, das gibt wieder eine eher enge Kiste. Jetzt, wie ging das genau? So guckt man sich um. Oh, bin gespannt, wie das aussieht von oben bei Nacht. Bestimmt relativ cool. Ja, das ist doch nett. Wow, da unten das Fußballstadion, da hinten unsere Insel, unser Ferienparadies. Mal ein bisschen drehen. Ja, das müssen wir mal nochmal machen, wenn die Stadt wirklich immens groß ist. Jetzt hat sie eine gewisse Größe, aber so richtig massiv groß ist das Ding natürlich noch nicht. Wir haben noch einiges an Platz, aber das sieht doch auch schon sehr nett aus. Jetzt müssen wir eigentlich, drehen wir denn nicht ab zur Insel? Hallo, Flugzeug, wo fliegt der wieder hin? Völlig woanders hin. Ich wollte eigentlich richtig Richtung Insel. Da habe ich wohl das falsche Flugzeug erwischt. Blöd. Naja, kann man nicht ändern. Wir haben ein bisschen vom Städtchen gesehen. So, wir gehen wieder raus. Wo landen wir denn hier? Irgendwo im Schilf. Wir machen da mal zu. Sollen wir nochmal schnell gucken gehen? Wenn gerade einer landet, dann... Ja, nee, da landet keiner. Wisst ihr was? Wir machen das später nochmal. Dann hoffe ich, ich erwische ein Flugzeug, das hier eben Richtung Insel fliegt, hier hinten. Genau, in unser Ferienparadies. So, und jetzt war es genug dunkel. Jetzt machen wir hier mal einen auf hell. So, hier wieder zumachen. Wir haben hier oben noch einen neuen Stadtteil. Wo haben wir den? Ja, hier. Da ist er doch. Und da gab es noch einen Kommentar zum Thema Kreisel. Jetzt muss ich schnell gucken. Ja, das ist jetzt halt eine Spezialkonstruktion. Da möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr viel ändern dran. Es stand da, ja, mach doch das mit Einbahnstraßen und so weiter. Eigentlich klang das sehr gut. Nur, dann müssten wir hier nochmal alles abreißen. Das würde ich jetzt so lassen. Ich habe schon mal gesagt, ich finde das eigentlich relativ nett, wenn etwas speziell ist. Und ich würde mal sagen, das ist hier doch definitiv relativ sehr speziell. Das Ganze. Deswegen würde ich das eigentlich gerne so lassen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe noch eine neue Mod. Oh, da hat noch jemand kein Wasser. Oh, da haben ganz viele kein Wasser. Haben wir ein generelles Wasserproblem? Oder... Nö, Wasserverbrauch ist soweit okay. Abwasserproduktion auch. Was habt ihr denn für ein Problem hier? Vielleicht doch wieder so ein spezifisches. Das kann natürlich sein. Sprich, dass eigentlich genug Wasser da ist, das aber nicht hier hinkommt. Hier haben wir noch ein Abwasserproblem. Aha. Das finde ich dann doch eher merkwürdig, aber okay. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir erst gerade wieder angefangen haben zu spielen. Kann ich hier... Kann ich. Okay, dann machen wir hier auch mal noch ein bisschen Wasser hin. Wenn es nichts nützt, dann schadet es zumindest nichts. Hier, die ganze Insel hat kein Wasser. Oder zumindest hier ein Großteil davon. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und das hier eben mit dem Abwasser. Habe ich falsch geguckt. Produktion. Oh ja, da habe ich falsch geguckt. Okay, Wasserverbrauch. Da habe ich ja völlig falsch geguckt. Mein Gott, Karl-Heinz Heisenberg. Der neue Session und dann guckt man nicht vor lauter erzählen. Ja, ist alles klar. Wir brauchen Wasser und wir brauchen Abwasser. Da wurde noch vorgeschlagen, macht doch vielleicht ein ganzes Viertel mit diesen Clarifiern. Das wäre eigentlich auch eine Idee. Dann sind die alle beisammen. Das haben wir jetzt aber anders gemacht. Wir haben anders angefangen. Hier unten haben wir das gleiche Problem.
Ich würde sagen, wir verteilen die mal im Moment doch noch ein bisschen. Vielleicht hier oben. Hier oben haben wir noch gar nichts. Machen wir die mal hier hin. Also, Clarifier waren hier. Zack, nehmen wir einen großen. Ich muss nochmal gucken, was machen die? Ja, Lärmbelastung. Okay, Lärmbelastung ist eigentlich soweit okay. Machen wir dich mal hier hin. Machen wir gleich noch einen zweiten. Dann haben wir auch mal für die Zukunft ein bisschen ausgesorgt. Ne, ausgesorgt nicht wirklich, aber vorgesorgt. Okay, und dann brauchen wir noch Wasser. Die machen nichts. Ne, da brauchen wir tatsächlich nochmal so ein Teil. Wo haben wir die anderen Teile? Irgendwo hier unten. Bei der Brücke, wo waren die denn? Das ist Strom, hier sind sie doch. Machen wir hier nochmal so ein Teil hin. Einmal. Ach, machen wir auch gleich zwei. Wir haben das Geld. 1,469 Millionen, das muss reichen. Um hier ein bisschen für vernünftige Wasserversorgung zu garantieren. Gut, dann sollte das Problem behoben sein. Dann können wir wieder zurück zu unserer Insel. Was haben wir hier noch? Ja, das ist jetzt tatsächlich ein Müllproblem, aber da haben wir genug vorgesorgt. Das ist tatsächlich ein Problem wahrscheinlich eben, dass die Fahrzeuge nicht hinkommen. Speicher. Kapazität. Produktion 500. Jetzt geht das wieder los, dass mir hier die Punkte fehlen. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 555.000. 320 jetzt. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 2,4 Millionen Müllverbrennungsanlagenkapazität. Also das muss reichen eben. Da kommen einfach die Fahrzeuge offensichtlich hier unten halt wieder nicht richtig durch. Lassen wir mal. Jetzt, ich möchte hier das neue Gebäude noch hinstellen. Ich muss es nur finden. Ich nehme mal an, das ist hier bei einzigartige Gebäude. Plaza Hotel. Haben wir das schon? Wenn ich es gerade an der Angel habe, ohne dass ich es eigentlich wollte. Wir können das bauen. Das hat man gerade kurz gesehen. Ich hätte das natürlich gerne hier möglichst im Zentrum, wenn das irgendwie noch hier hingehen würde. Ach, sie verursachen Lärm. Tatsächlich, Lärmbelastung 50. Huiuiuiui. Ja, okay, aber das ist halt hier ein Ferienparadies. Da, ja, da gibt es halt auch mal eine gewisse Lärmbelastung. Vielleicht hier hin. Da haben wir noch ein Gebäude daneben. Das ist doch auch ein Hotel. Nee, das ist das große Einkaufszentrum. Okay, wow, das ist aber, ja, sieht ein bisschen aus wie New York. Oh, und ja, ich muss sagen, da gefällt mir dann die Textur, ehrlich gesagt, doch nicht besonders. Das ist jetzt, ohne dem Modder zu nahe treten, aber das, zu nahe zu treten wollen, habe ich dann noch. ja, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Guckt euch das mal an im Vergleich zu dem. Ist da irgendwie was beim Runterladen schiefgegangen oder... Ja, gefällt mir nicht. Sorry. Das reißen wir wieder ab. Kriegen wir dann die Kohle wieder? Ein Teil davon. Okay. Ja, das ist nicht wirklich schön. Schade. Die erste Mod, die mir ehrlich gesagt nicht wirklich gefällt. Gut. Das kann nicht alles schön sein. Ja, warum nicht? Ich weiß nicht. Was haben wir hier? Was ich eigentlich suche. Da haben wir es doch. Das Kino, genau. Hier haben wir noch eine Tankstelle. Die werde ich nicht auf die Insel stellen. Die werden wir aber auch benutzen. Aber dieses Kino. Kino, das hätte ich noch gerne. Das kommt hier an die Stelle, wo wir gerade das Ding abgerissen haben. Wie siehst du aus? Ja, Zoopalast. Berlin, sehr nett. Gefällt mir. Harry Potter. Oh je, naja gut, eh. Die Geschmäcker sind verschieden. Meine Tochter, meine Frau lieben's. Ich habe es noch gar nie gesehen. Deswegen erlaube ich mir auch keine große Kritik. Aber die Mod ist schön, die gefällt mir. Gut, dann haben wir hier in unserem Ferienparadies sogar noch ein Kino. Jetzt, wir haben noch eine Tanke, haben wir gesagt. Wie sieht eigentlich der Kanal aus? Das ist immer noch nicht. Ich kriege den nicht voll. Geht einfach irgendwie nicht. Huh, schwank, schwank. Das geht irgendwie nicht. So richtig will das nicht funktionieren. Naja gut, dann haben wir hier halt den Kanal so. Ich kann es nicht ändern. Wenn hier nicht mehr Wasser durchgeht, ich kann nicht viel mehr machen, wie den Kanal tiefer legen. Und hoffen, dass das Wasser kommt. Aber wenn es halt nicht kommt, wir haben hier offensichtlich zu wenig. Gut, also Tankstelle. Da würde ich mal sagen, eher in Richtung Industrie. Das wäre dann hier hinten. Was macht die? Die Lärm belastet. Okay. Wo Lärm belastest du? Ich würde mal sagen, hier. Dann können wir uns die auch mal ansehen. Die Leute freuen sich. Trotz Lärmbelastung ist ja eben aber auch in der Industrie, in dieser versmockten, versifften. Tiger Wash ist so. Okay, noch ein bisschen Schleichwerbung.
und da rauscht noch ein Zug durch. So, mittlere Nachfrage, sehr schön. Das heißt, wir haben hier mit dem Flug etc. wieder ein bisschen... Oh, wir haben hier keinen Strom. Okay, Krieg da. Wir haben hier noch ein bisschen dafür gesorgt, dass hier die Nachfragen wieder steigen. Gut, die haben Strom. Jetzt fällt mir gerade ein, in einem Kommentar stand noch, dass man... Ich muss mal was testen. Dass man da die Höhe noch verändern kann. Wenn wir das mal... Tatsächlich, guck mal. Dankeschön für diesen Kommentar. Dann kommt man hier, je nachdem, auch besser rüber. Das ist natürlich nett. Wusste ich nicht. Cool. Ja, das Spiel hat immer wieder eine Überraschung für einen bereit. Gut, jetzt, was ich hier eigentlich noch machen wollte. Abgesehen davon, dass wir nicht Gebietsabgrenzung, sondern... Moment. Wohngebiet erstellen sollten. Dass wir hier noch einen Bahnhof reinmachen. Sollen wir zuerst die Wohngebiete machen und dann mit der Eisenbahn kommen? Ich muss mal gucken. Da müssen wir sowieso aufpassen. Nicht, dass wir hier wieder einen riesen Stau kriegen bei der Bahn. Da müssen wir separate Gleise legen. Hier kommen auch schon wieder ordentlich Leute in die Stadt rein. Ganz krass, aber nett. Okay, ist ja gut, wenn die hier reinkommen. Sollen wir hier im neuen Viertel die Wohnbezirke weitermachen oder sollen wir hier ein bisschen... hier weiter unten ein bisschen weitermachen oder gar hier hinten. Wir haben eigentlich noch so viel Platz. Nee, ich würde mal sagen, wir bauen dieses neue Viertel hier ein bisschen aus. Und zwar, hier haben wir eigentlich die Büros. Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Hier haben wir die Clarifier, die stören zwar ein bisschen. Oder, wisst ihr was, wir machen hier mal einen Riegel. Okay, großes Gestrüpp. Hier runter. Dann gibt es hier Wohnungen, da ist gleich das Hauptquartier der Polizei hier. Da fühlen sich die auch wohl. Und jetzt hier noch ein paar Wohnungen. Okay, hier können wir gucken mit Bäumen. Hier ist noch das Schwimmbad, hier wohnt man eigentlich gerne. Und jetzt, wohin mit dem Bahnhof? Das müssen wir uns mal in Ruhe angucken. Da muss ich mal ganz schnell Pause machen. Wo haben wir hier den viergleisigen Bahnhof? Der ist hier hinten, genau. Ich würde mal sagen... Wir machen von hier aus das Gleis weiter. Das müssen wir aber ein bisschen ändern. Hier oben haben wir Gleis. Dahingehend, dass wir hier diesen Anschluss hier runter verlegen, würde ich sagen, damit wir hier wieder Platz haben. Machen wir mal. Ich hoffe, das ist nicht wie bei Tränenfieber, dass die Züge nachher nicht mehr den Bahnhof finden. U-Bahn-Zug. Zug wäre eine Idee. So, von hier nach hier hinten. Okay, und jetzt nehmen wir die hier lang, genau, möglichst parallel. Dann sieht das nämlich sogar ein bisschen nach was aus. Dann vielleicht hier rein oder kommen wir hier unter der Brücke durch? Oder hier mit einer Brücke rüber? Nee, wir müssen nicht hier lang, sondern wir müssen hier lang, um dann nach hier oben zu kommen. Da könnten wir sogar... einen größeren Bogen machen. Wir müssen nur gucken, wie wir hier unter der Brücke durchkommen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das machen wir anders. Wisst ihr was? Wir reißen das doch nochmal kurz ab. So, und machen das jetzt so, dass wir hier unten durchgehen. Und dann hier rein. Dann müssten wir jetzt eigentlich hier auch unten durchkommen. Sehr schön. Dann macht die Brücke hier, die Autobahnbrücke, gleich nochmal ein bisschen mehr her. Hier rauf und dann rüber. In dieses Gleis rein möchte ich nicht, wegen der Staugefahr. Das gibt eine separate Strecke. Irgendwie hier oben durch. Ja, wir machen es mal. Ne, eben. Dann benutzen wir die gleiche Brücke. Das möchte ich nicht. Wir machen das so. Das sieht doch eigentlich relativ cool aus. Ist eine fette Brücke. Das gefällt mir schon mal. Und jetzt hier gehen wir rüber oder unten durch. In die Richtung. So, ein bisschen runter, damit man auch was sieht. In die Höhe. Einmal rüber. Wieder runter. Hier mehr oder weniger parallel lang. Und jetzt müssen wir noch gucken, wo stellen wir den Bahnhof hin. Zum Beispiel hier oben. Da müssen wir dann mit den Bussen wieder noch gucken. Dann gehen wir mal hier lang. Und ja, ich würde mal sagen hier lang. Und jetzt lassen wir es mal. Und suchen uns einen schönen Bahnhof. Wie siehst du aus? Der muss ja nicht allzu groß sein. Das ist, glaube ich, modular. Da habe ich mich wieder zu wenig damit beschäftigt, als dass ich jetzt wüsste, was ich hier genau mache.
Was bist du für ein schönes Ding? Aha. Aha, ich müsste vielleicht mal lesen. Place alongside road. This module is the entrance to a central station and contains a metro platform. Ja eben, da müsste man sich reinfuchsen. Aber den Bahnhof, den haben wir da hinten schon. Den möchte ich nicht nochmal. Nehmen wir mal den hier. Und irgendwo doch ein bisschen zentral vielleicht. Warum gehst du nicht hin? Ort ist bereits belegt. Ja, von was denn? Hä? Ist ja interessant. Ja, auf der Seite geht's. Klar, dass wir hier nochmal rüber müssen. Aber ich kann das natürlich auch nochmal abreißen hier. Wir sollten nur dieser Eisenbahn hier nicht zu nahe kommen. Wir machen dich mal... Können wir nicht weiter rein? Ja, wär's doch auch nett. Aber dann... das ist natürlich mitten im Zentrum. Wir haben hier wahrscheinlich Krach und Lärm. Oder auch ordentlich Lärm. Aber Verschmutzung haben wir keine. Okay. Ist jetzt wieder... Ja, eigentlich würde es mich reizen hier ins Zentrum, aber ich möchte da nicht den ganzen Wohnwert runterballern. Auf der Seite geht es tatsächlich nicht. Hier wird es gehen. Das ist mir ein bisschen zu weit ab vom Schuss. Dann machen wir den Bahnhof. Hier kann ich nicht, dann kommen wir hinten nicht mehr raus. Ich möchte dann irgendwann doch mal noch weiterbauen in die andere Richtung. Warum geht das hier nicht? Das ist schade. Hier, wo es ein bisschen in der Nähe wäre. Wir bauen mal die Straße ein bisschen weiter. Wo sind meine Bäumchen? Hier. Wie machen wir das am besten? Zum Beispiel, wenn wir hier in die Richtung gehen. Und jetzt den Bahnhof wieder nehmen. Der hier war's. Genau, dann würde das funktionieren. Das würde eigentlich sogar gehen, ohne dass es ein Kopfbahnhof wäre. Wobei, wir haben hier den Clearfire im Weg. Den müssten wir dann nochmal abreißen. Oder kriege ich dich jetzt hier hin? Nein, warum auch? hier wird es funktionieren. Hier würden wir tatsächlich hier hinten wieder rauskommen. Wir machen das mal so. Dann sind wir nämlich mit der Eisenbahn, beziehungsweise mit den Gleisen, auch schon richtig. So, einmal gebogen. Hier rein. Sehr schön. Jetzt hätten wir hier natürlich noch gerne... Ich glaube, du hast keinen Strom. Kann das sein? Wasser hast du sowieso nicht. Das kriegst du alles noch, aber Strom hast du. Okay, das hat man gerade gesehen. Das ist hier angeschlossen sozusagen. Gut, jetzt bräuchten wir eine Linie. Das ging gleich nochmal wie? So, Zuglinie von hier. Einmal quer über die Map fast schon. Nach. Was macht denn der Zug? Warum fährt der jetzt hier rein? Oder ist das die U-Bahn? Ja, das ist die U-Bahn. Das ist der Zug. Der benutzt aber eigentlich auch das falsche Gleis. Wie macht er denn das? Wie kommt er denn jetzt in dieses Gleis rein? Er sollte eigentlich... Jetzt muss man nochmal raus. Der Zug hier. Der kann doch nur auf dieses Gleis hier. Das ist ja interessant. Das ist diese grüne Linie. Okay. Und der kommt irgendwie in dieses Gleis rein. Wie macht er das denn? Wir haben hier ja nicht mal... Das ist ja ganz interessant. Irgendwie verstehe ich das, glaube ich, gerade falsch. Ich hätte natürlich am liebsten jetzt hier diese Linie. Hier. Wenn ich das so mache, dann haben wir da keine... Ich mache das mal so. Nee. Neue Linie hinzufügen. Nee. Haltestelle zum Verlegen ziehen. Nochmal zurück. Funktioniert das? Neue Linie hinzufügen. Das funktioniert irgendwie nicht. Okay. Kann ich die nochmal löschen? Das ist jetzt hier einfach merkwürdig. Warum? Was ist das hier für eine grüne Linie? Was macht die denn? Die geht hier lang, die geht hier rein. Okay, die ist soweit okay. Die benutzen nur hier das falsche Gleis. Und in dieses Gleis rein kann die Linie ja gar nicht. Wir haben hier nicht mal ein Gleis. Haltestelle zum Verlegen ziehen. Neue Linie hinzufügen. Das ist ja nicht unsere. Unsere ist ja von hier oben. Kann ich das nochmal löschen? Ich lösche das nochmal. Jetzt versuchen wir es mal von hier aus. Also, hier. Neue Linie. Ist ja schon merkwürdig. Jetzt klappt. Haltestelle hinzufügen. Wieder zurück. Im Endeffekt, mein Gott. Sollen die halt selber gucken, wo sie lang waren. Das, was die grüne hier, was die grüne Linie hier macht, das funktioniert nicht. Aber das kann natürlich auch sein. Ne, ich wollte gerade sagen, dass es am Pausenmodus liegt. Nö, aber die Linie, die funktioniert so nicht, mein liebes Spiel. Das ist ja ganz interessant. Warum merkt das Spiel nicht, dass das nicht geht? Ja, jetzt... Aha,
Jetzt ist die Linie weg. Jetzt hat die grüne Linie, die existiert nicht mehr. Das ist ja dann doch ein bisschen doof. Anders kann ich es nicht sagen. Kann man hier nicht so einfach die Linie wechseln? Das geht anscheinend nicht. Da haben wir wieder ein Wasserproblem. Gucken wir uns noch mal kurz an, sobald wir die grüne Linie wieder rekonstruiert haben. Haltestelle. Ja, jetzt hat es gewechselt. Okay, das war genau das, was ich wollte. Jetzt ist die Linie aber eigentlich wieder eingezeichnet. Die scheint wieder zu funktionieren. Ja, die Züge fahren. Okay, das war ein Klick. Und das hat funktioniert. Gut. Cool. Schöner Bahnhof. Jetzt, hier hinten war irgendwo noch ein Wässerchen-Problem. Hier. Genau. Schon wieder. Oh, die haben hier nur Probleme. Die haben Probleme mit Arbeitern. Die haben Probleme mit Wasser. Ein Elend. So. Gut. Das Wasserproblem wäre gelöst. Das Arbeiterproblem natürlich noch nicht. Nicht genügend Arbeiter in Franks Fischstäbchenfabrik. Okay. was machen wir denn da? Wir müssten hier mehr Wohnungen hinbauen noch. Nachfrage nach Wohnungen haben wir keine große. Aber nach Büro- oder Industriegebieten. Okay, dann machen wir hier noch ein paar Büros hin. Die schaden ja nicht. Auch wenn, mir ist klar, das wird das Problem nicht ändern, dass wir hier zu wenig Leute haben. Was haben wir hier Schönes? Zu wenig Dienstleistungen. Ja, das ist einfach noch zu sehr abgeschnitten hier, ist mir klar. Wir könnten hier natürlich noch einen Güterbahnhof hinstellen und ja, aus der Map raus. Aber eben, ich muss aufpassen, wegen hier wären wir raus, wegen dem Stau. Aber hier könnten wir eigentlich einen Bahnhof hinstellen. Ich mache hier mal eine Straße raus, dass wir hier den Bahnhof hinkriegen. Die machen wir mal gekrümmt. Ich kann mal sagen, so. Dann irgendwie noch ein bisschen in die Richtung. Okay, wenn wir jetzt hier einen Güterbahnhof nehmen. Was haben wir hier alles? Güterzugbahnhof, Bahnhof. Okay, wir haben nur einen Güterbahnhof. Dann verwenden wir den hier. Der kommt hier hin. Da freuen sich wieder alle Leute. Okay, vor allem hier natürlich das Gewerbe und die Industrie. Wir brauchen keine Straße. Wir bräuchten mal wieder eine Schiene. Und mit der gehen wir jetzt hier rein. Das geht ja aus der Map raus. Das ist mir eigentlich egal, wenn hier hinten Stau ist. Wir gucken mal, ob das so funktioniert. Wenn wir hier so reingehen. So zum Beispiel. Kommen wir da in beide Richtungen weg? Ja, geht. Das ist immer ein bisschen buggy von der Optik her, aber ich glaube, funktionieren tut's. Ja, okay. Scheint zu klappen. Muss ich da, Wasser muss ich noch spendieren, aber muss ich da auch noch eine Linie einzeichnen? Ich glaube nicht beim Güterverkehr. Das funktioniert von alleine. Wir werden hier wahrscheinlich dann ein bisschen Probleme bekommen mit dem Verkehr, mit dem Straßenverkehr, wenn hier ein Güterbahnhof ist. Aber da werden wir ganz einfach die Straße hier noch in die Stadt reinführen, dass man in die Richtung noch weg kann. Wir können es hier noch zur Autobahn runterziehen, das gute Stück. Ja, dann werden wir das hoffentlich auch in den Griff kriegen. Gut, liebe Freunde, das war's für heute. Wir haben mal noch einen Nachtflug vor uns, wo wir Richtung Ferienparadies düsen. Das ist versprochen. Und in der nächsten Folge werden wir hier mal den Güterbahnhof irgendwie noch ein bisschen, ja, besser anschließen, würde ich sagen. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.